So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute ist der 15. Heute ist der Paper Release von Ikoria, Reich der Behemoth. So, und natürlich war ich direkt im Local Game Store und habe direkt ein Fatpack für euch geholt. Und dann bin ich mal gespannt, was wir daraus öffnen können. Also drin sind 10 Boosterpackungen Ikoria, einen schicken Würfel. Diese wunderbare Verpackung wird auch immer als tolles Produkt mitgezählt. Dann eine Premium-Karte und 20 Feuerländer. So, 2 Referenzkarten und 6 Marken. Ja, öffnen wir das Ding mal. Ich habe oben schon mal so einen Einschnitt gemacht, damit es super leicht ist, hier auf Tape das Ding zu öffnen. Ganz professionell, wie immer. So, gucken wir es aus dem Schuber raus, den Rest kann man wegtun, da ist glaube ich nichts drin. Hier nochmal ein bisschen Werbung. Begleite Vivian. Kreaturen können mutieren. Genau. Los geht's, machen wir das schöne Ding auf. Ich muss sagen, die Booster-Packs sehen von der Farbe schon richtig cool aus. Echt nice. Also 10 Packs, Freunde. Dann haben wir hier die Marken. Das ist für die Mechanik in den Spielen, dass er halt flugsicher, Lebensverknüpfung, bedrohlich. Finde ich generell cool. Auch wenn man spielt, dass man halt so Marken hat, die man da jemandem geben kann. Sehr nice. Genau, hier sind halt die Standardländer drin. Und glaube ich die Promokarte. Jetzt habe ich sie versammelt. So, Promokarte. Könnte ich mal angucken. Verzaubert eine Kreatur, wenn die Kolossifizierung ins Spiel kommt, tappe die verzauberte Kreatur und die verzauberte Kreatur erhält plus 20/20. Stabil für 7 Mana. Auf jeden Fall lustig. So. Codes gibt es glaube ich nicht. Das sind nur 2 Referenzkarten mit den Phasen, glaube ich. Hier was tappen ist und sowas hier. Nicht so spannend für uns. Ich sehe Würfel, was würfeln wir? Ich sag 15. 8. Ja, voll daneben, aber es sieht richtig geil aus. Guck ich mal die Farbe aus. Sieht aus wie so ein echt nice. Muss ich sagen, haben sie schon schönen Würfel gemacht. So, fangen wir mit den Packs. Also ich mache folgendes. Ich werde mal durch die Karten durchsliden. Die kommenden Karten lassen wir außer Acht. Und gucken uns die Uncommons an und die Rares quasi für ein Opening, was ich bei Arena gemacht habe. Hier schon mal seht ihr auch nochmal die Marken, die dabei sind bei 10 Packs. Sind auf jeden Fall schon mal genug Marken, finde ich richtig gut. Ich slide hier schön entspannt durch und dann könnt ihr gegebenenfalls, wenn ihr die euch nochmal genauer angucken wollt, einfach auf Pause drücken. Ich hoffe, ihr könnt alles gut erkennen. Das müsste eigentlich sein. Jetzt euch auch den Daumen wegnehmen. So. So, und hier kommen schon zu den Commons. So, was haben wir hier? Cowcroppen-Symbiont. Genau, jeder Kreaturenzauber, den wir wirken, kostet beim Wirken einen weniger, falls der Mutation hat. Und immer wenn wir einen Kreaturenzauber wirken und falls er Mutation hat, können wir eine Karte ziehen und dann eine Karte abwerfen. Also Draw Engine für Mutation. Die habe ich schon bei Arena gesehen, das ist für die Mi Flash relativ gut. Genau, und wer 2 blaue, 2 schwarze oder ein schwarzes und ein blaues kann man dafür spielen, die kann man halt aufblitzen. Genau, Zauberstriche mit Aufblitzen, die du wirkst, kosten einen weniger und können nicht neutralisiert werden. Sehr gut. Oh, Ruf des Todbrüters. Ich glaube, die Karte ist auch nicht so krass. Ne? Bringst du bis zu Zeitkreaturenkarten deiner Wahl mit ungewandelten Mana-Kosten von 3 oder weniger aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Oh, das kann doch ganz cool sein für 3 Mana. Ne? Lege Todesbüro-Marker auf einen davon. Und die auf die andere Gruppe bedrohlich. Doch, das ist eigentlich ganz cool, eine coole Reaction. Und hier haben wir schon mal, finde ich schon sehr geil, den gefräßigen Riesenhai. Der sieht ja mal mega fancy aus. 5/4 für 5 Mana. Wir können aufblitzen. Wenn er ins Spiel kommt, können wir halt was kontern. Und zwar ein Artefakt oder Kreaturenzauber. Und ist halt dann 5/4. Das sieht ziemlich krass aus. Schon mal unsere erste Rare. Da ist noch was dahinter. Oh mein Gott. Was haben wir hier? Vinota Mythic Rare in Foil. Ist es denn wahr? Erstes Pack direkt schon am Eskalieren. Was ist los, Alter? Seht ihr euch mal an, wie geil die aussieht, Mann. Mega, mega nice. Mega nice. Richtig coole Karte. Mega cool. Schon die erstes Pack Mythic Rare, ey. Schon geil. Ich vermisse die coolen Länder von Theros Beyond Death, muss ich sagen. Die sahen echt cool aus. Ja, nächstes Pack. Also wenn es so weitergeht, auf jeden Fall, Freunde. Ne? Also, wie gesagt, Preise ab 1 Euro oder wenn die wirklich relevant sind oder sag ich mal Preise, die ein bisschen höher sind, vielleicht auch als 1 Euro, werde ich einblenden. Und die anderen werde ich jetzt nicht von den Preisen halt unbedingt da. Die ist cool. Für Rot, für Edith Phoenix, generell auch für Bedien Commander, weil wo Rot drin ist, sehr oft gespielt.
Wie sieht die Karte denn aus? Ist das so eine Alternative-Edward-Karte oder was? Höhlenflüsterer? Die sieht so anders aus oder sieht die generell so aus? Das ist doch Full Art, ist das doch, oder? Mutation bedrohlich. Ich immer wenn diese Karte, muss ich für jeder Gegner eine Karte haben. Lege ich auch mal zur Seite, müsste ich mal herausfinden, was die Karten sind, ob sie andauernd gibt, aber das war im anderen Pack war es nicht. So, jetzt sind wir hier bei den Uncommons. Die Necropanther, das ist diese Orsuf-Mutationskarte, genau, für 4 Mana können wir den mutieren. Genau, immer wenn diese Kreatur mutiert, bringe eine Kreaturenkarte von einer Wahl mit ungewalten Mana-Kosten 3 oder weniger aus dem Friedhof ins Spiel zurück. Also eine coole Revival-Karte. Zusammenkämpfen. Habe ich gesehen, wird in dritter Decks oft gespielt. Wir können für einen Mana eines oder beides bestimmen. Ein Mensch deiner Wahl erhält +1/+1 und Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. Ein Nichtmensch erhält Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges und +1/+1. Schon cool. So, als nächstes haben wir Neutralisieren. Das ist eigentlich eine Cycle-Karte. Damit können wir einen Zauberschiff neutralisieren. Und unser Rare. Der sieht so geil aus. Den finde ich so cool. Den Meeresflitzer-Oktopus. Genau, können wir aufblitzen. Können wir den mutieren. Immer wenn diese Kreatur am Spieler Kampfschaden zufügt, können wir eine Karte ziehen. Echt cool, echt nice, der sieht so cool aus. So ein Krankendeck will ich mir auch nochmal bauen. Sieht so, als hätten wir noch eine voll. Sehe ich das richtig? Also zuerst mal die Sturzbach-Klippen. Oh, das ist hier dieser 1+1+1 Marken. Nicht, dass es... Nee, es ist ein Token. Okay, stimmt, da müsste ein Token oder die Marken sein und dann kommt erst die voll. Okay, falscher Alarm. Okay, dann kommt jetzt ab ins Spiel und wir halten einen Lebenspunkt dazu. Also auch quasi so eine Commander-Karte und der Mensch sieht auch cool aus. Legen wir mal hier den Tokens legen wir zur Seite und das tun wir mal zu den Ländern auch hin. Krass, dass sie auch so zweifarbige Länder macht, also auch wieder reinpacken. Weil das letzte Mal, glaube ich, das war eigentlich in jedem Set. Theos war das ja auch so mit den zweifarbigen Ländern, die dann wieder rauskamen. So, der ist auch sehr cool. Ne, wenn er zerstört wird oder stirbt, kriegt der Gegner 2 Schaden. Oder im Prinzip wieder Gegner 2 Schaden bei Commander. Und man hält 2 Lebenspunkte zurück. Jetzt mal wieder näher ran. Cycle-Karte kennen wir auch schon. Genau, jetzt wo ihr hier seid, das von unserem letzten Stream wird auf jeden Fall das Cycling-Deck nochmal gestellt. Wir haben es tatsächlich auf Platinum geschafft mit dem Cycling-Deck gestern in unserem Stream. Das werde ich auch nochmal hochladen. Da war nämlich auch Freddy endlich wieder dabei. So, hier haben wir den fochenden Schnitter für 6 Mana, 4-6 und für Mutieren 5. Immer wenn diese Kreatur mutiert, opfert jeder Gegner eine Kreatur. Den kennen wir ja auch, die haben wir auch schon öfters gesehen, die Parzellenbestie für 4 Mana und 2 Vierer für Mutation 2 und für 1 Mana können wir den tappen, die oberste Karte unserer Bibliothek angucken. Ich glaube, falls es ein Land ist, können wir sie ins Spiel bringen, ansonsten kommt die Karte auf unsere Hand. Den Ansturm leiten für 3 Mana, können wir die obersten 5 Karten unserer Bibliothek anschauen und wir können davon eine beliebige Anzahl an Kreaturenkarten offen zeigen und sie auf die Hand nehmen und der Rest kommt in der Bibliothek. Also eine gute Search-Karte für Kreaturen und das haben wir. Gesang der Schöpfung sieht auch sehr nice aus. Allerdings kann ich jetzt nichts zum Preis sagen. 4 Mana, eine Verzauberung. Du darfst in jedem Zug ein zusätzliches Land spielen. Ist schon sehr geil. Und immer wenn du einen Zauberspruch wirkst, ziehe 2 Karten. Was? Okay, schon heftig. Achso, aber zum Beginn unseres Endsegments müssen wir alle Handkarten abwerfen. Okay. Trotzdem cool. Ich glaube, da wird es. Ups, falscher Stapel. Wird es auf jeden Fall coole Place zu gehen. Dann noch ein Gebirge. Und hier haben wir noch was in Foil. Und zwar die leichte Beute. Spontanzauber, zerstöre eine Kreatur deiner Wahl mit ungewandelten Mana-Kosten 2 oder weniger und wir können die umwandeln. Und nochmal diese Tokens, die habe ich auch lieber als jetzt die Menschen-Tokens oder so, die sind schon ganz cool. Okay, voll packen wir da einen auch nochmal. Aber wir können schon zufrieden sein mit Vinota in Voll, ist schon der Hammer. So, gucken uns den mal an. Offiziere des Kontrollpunkts. Jede mal schön durchrushen hier. Auch ein cooler Reiher. Und den Absturz, den hatte der eine oder andere wahrscheinlich auch schon mal. Hier haben wir wieder was als Full Art anscheinend. Und zwar den Jagdanführer-Liga. Also scheint es diese Full Arts-Karten zwischendurch schon geben. Ich schätze mal, aber bei dem dann werden die Preise nicht so hoch sein. Wahrscheinlich so selten zu sein, Mutation. Und immer wenn diese Karte mutiert, erhalten andere Kreaturen, die du kontrollierst, +X/+X, wobei +X gleich Anzahl an Mutationen an dieser Kreatur ist. Okay. Da kommen wir schon mal hin. Und dann haben wir den wuchtvollen Polterer für 4 Mana und 3 Dreier. Und immer wenn er angreift, falls er keinen Erschlag hat, kriegt er eine Erschlagmarke.
Und immer wenn der Wuchtvolle angreift und falls er Erstschlag hat, erhält er einen Doppelschlag bis zum Ende des Zuges. Okay, schön zum Draufsmacken. Die Karte fand ich auch immer cool vom Aussehen. Bastion Erinnerung, der Verzauberung. Wenn die ins Spiel kommt, kriegen wir eine 1-1er Mensch-Soldat-Kreatur im Spielstand. Immer wenn eine Kreatur, die wir kontrollieren, stirbt, verliert jeder gegen einen Lebenspunkt und wir kriegen einen Lebenspunkt dazu. Schon sehr stark. Und hier haben wir unberechenbare Zyklon. Ich weiß gar nicht, wie viel die Wert ist. Sehr. Es ist, glaube ich, so eine Cycle-Karte auch für Umwandlung 2. Genau, und falls eine Umwandlungsfähigkeit einer anderen Nicht-Land-Karte bewegen würde, dass du eine Karte ziehst, schicke stattdessen Karten von der Bibliothek ins Exil. Bis du eine Karte ins Exil schickst, die einem Kartentyp mit der umgewandelten Karte gemeinsam hat. Okay. Du kannst diese Karten wegen ohne ihre Mana-Kosten nur bezahlen. Also eine coole Cycling-Karte, ne? Also ich glaube, die ist auch in dem Commander-Deck drin, glaube ich, soweit ich mich erinnere. Ansonsten würde ich die auf jeden Fall da reinpacken. Glaube ich. Und hier haben wir noch ein zweifarbiges Land und ein Gefährten. Guck mal, diese Companion-Dingens hier. Companions hat übrigens auch noch nicht. Mal gucken, ob wir noch einen ziehen. So, den Logos wäre doch okay, oder? Oder Fiend-Artisan, jetzt ist doch kein Companion mehr. Okay, weiter geht's. Jetzt blätter ich mal nochmal schneller durch die Common-Karten, weil jetzt haben wir schon ein paar davon gesehen. Und uns interessiert eigentlich nur der Value. So. Jauchzende Himmelsbündnerin. Bündnerin. Die habe ich, glaube ich, auch schon mal gesehen bei Arena. Also im Azorius Fliegendeck wird er gespielt. Für 3 Mana zur Zeit fliegen und fliegende Kreaturen, die wir kontrollieren haben, Zaubersprüche, die deine Gegner wirken. Und diese Kreatur als sie wirken, kosten 2 mehr. Okay. Ob sie schon gespoilert, glaube ich. Jetzt haben wir schon gesehen, dass da eine Foil eventuell ist. So, dann haben wir noch den verheißungsvollen Starix für 5 Mana an Hirsch, 6-6. Und immer wenn die Kreatur mutiert, schicke so lange die obersten Karten der Bibliothek ins Exil, bis du x bleibende Karten ins Exil geschickt hast, weil x gleich der Anzahl Mutationen an dieser Kreatur ist. Genau. Und diese Karten kommen ins Spiel. Nice. Und dann haben wir hier einmal den Kawaii-Kristall. Genau, macht Mana und kann man auch umwandeln. Vernichtendes Ultimatum ist unser Rare. Auch eine sehr coole Karte. Für 6 Mana zerstöre alle bleibenden Karten, die deine Gegner kontrollieren und die keine Länder sind. Also ein Boardwipe. Und nochmal ein zweifarbiges Land. Und da haben wir einmal ein zweifarbiges Land. In Foil. Für mein Ninja-Deck auf jeden Fall perfekt. Und nochmal ein Soldatentoken. Sieht auch sehr cool aus. Also gibt es anscheinend verschiedene Mensch-Soldatentoken, die 1-1 sind. So, Foil legen wir mal hier hin, Land legen wir da hin und das können wir hier legen. So. Oh, krass. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Packs. Wir haben gerade mal die Hälfte. Wir sind gerade bei der Hälfte angelangt. Okay, wenn es wirklich zu lang wird, sollte ich vielleicht mal ein bisschen Gas geben, ne? Also, ich blätter jetzt durch die Comments ganz schnell durch. Genau. Sind ja nicht so spektakulär. Also, sind schon cool, aber uns interessiert uns das andere halt. So, kanalisierte Macht für 4 Mana. Ich glaube, das ist tatsächlich auch in dem Kalamax-Commander-Deck drin. Genau, wir müssen halt x Handkarten abwerfen, dann spielen wir halt x Karten. Genau, und die kanalisierte Macht fügt einer Kreatur x Schadenspunkten zu oder einem Planeswalker. Genau, und du ziehst x Karten. Ne? Du wirst also Karten, die du nicht brauchst, von Hand ab und im Prinzip nochmal neue Karten zu ziehen, um Schaden zu schießen. Ist ganz cool. Guck mal, den kennen wir auch, den Foxy. Immer beim Cycle kriegt er plus 1/+1, sehr coole Karte. Wird im Izzet-Deck auch gespielt, Blitz des Donut Raptors. Fügt eine Kreatur oder einen Planeswalker Schaden zu, für entsprechend der Höhe der spontan Zauberhexerei-Karten auf dem Friedhof. Genau. Und falls sie sterben würde, die Kreatur oder der Planeswalker gehen ins Exil. Und da haben wir noch das nächste Ultimatum, Genesis Ultimatum. Schau dir die obersten 5 Karten deiner Bibliothek an, bringe davon eine beliebige Anzahl an bleibenden Karten ins Spiel und nimm den Rest auf die Hand. Schicke das Ultimatum ins Ziel. Sehr coole Karte. Und das war auch Land und nochmal diese geilen Counter da, finde ich sehr cool. Nächstes Pack. So, schnell hier durchwaschen. Zack, 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 zack. Den ich auch schon öfters gesehen, der wird öfters gespielt. Zumindest wenn man Mutation spielt. Und hier haben wir die nächste Cycling-Karte, die in dem Boros Cycling-Deck ja sehr gut ist, was wir ja gespielt haben die letzten Wochen. Genau, immer wenn wir eine Karte cyclen in unserem Zug oder das erste Mal cyclen in einem Zug, kriegen wir einen 1-1er Soldaten. Schon stabil. Oh, jetzt habe ich schon wieder die Rare-Karte hier auf dem Anker. Und hier haben wir noch eine mit
alternativen Adwork, den Necropanther, Mutation auch. Anscheinend schon die Mutationskarten, nur dieses alternative Adwork zu haben. Genau, wenn ich ein Motiv bringe, eine Kreaturkarte, dann bannt irgendwann Mana-Kosten von 3 oder weniger aus dem Spiel. Hatten wir, glaube ich, schon. Den Necropanther haben wir irgendwo als normales Art-Ding. Ich suche das jetzt mal raus, damit man das mal vergleichen kann, wie die aussehen. Ich guck mal, den hatten wir, glaube ich, irgendwo da. Den hatten wir schon. Necropanther, da ist er. Für euch jetzt hier sogar der Vergleich. Oh, habe ich die Kamera auszusehen angestoßen? Sorry. So, was haben wir hier? Hier haben wir nochmal Ansturm der Ewigkeitsbestie. Genau. Zeige als zusätzliche Kosten, um diesen Zauberspruch zu wirken, eine Kreaturkarte aus deiner Hand offen vor. Der Ansturm der Ewigkeitsbestie fügt eine Kreatur oder ein Plan sogar Schadenspunkte entsprechend der Höhe der Stärke der vorgezeigten Karte. Also Zeichen 12 Zauber von meiner Hand vor, kann ich 12 Schadenspunkte zufügen. Genau, Kreatur oder Planeswalker. Und hier haben wir noch eine alternative Adwork-Karte. Oh, geil. Und das finde ich richtig cool, weil ich liebe Fledermäuse. Und das ist die Klagelied-Fledermaus als alternatives Adwork in mega geil. Mutation aufblitzen, fliegend immer, wenn ihr mutiert, zerstöre eine Kreatur oder einen Planeswalker deiner Wahl, den der Gegner kommt. Die Karte könnte eventuell vielleicht sogar was wert sein. Finde ich sehr, sehr cool. Sieht richtig cool aus. Jetzt habe ich die ganzen, kann ich die jetzt auch hier reinlegen, ne? So, Land und noch ein anderer Mensch-Soldat. Die haben verschiedene, jetzt schon drei verschiedene Adworks auf jeden Fall. Ne? Und nochmal die tristen Gewässer. Also jetzt nur eine Mythic, jetzt kommen noch eine Mythic, wäre auf jeden Fall geil. Ich meine, ich bin nicht hungrig für so ein Fettcap mit 10 Boostern, aber ich nur was krasses Team wäre auf jeden Fall schäftig. Was mit Feed Artisan vielleicht so nochmal, oder? Genau, ich gehe nochmal schnell durch. Zack, 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 zack. Zack, hier haben wir noch eine, den Fuchspapagei. Nur mit alternativen Adwork. Sind die auf jeden Fall in fast jedem zweiten Pack, würde ich sagen, ungefähr schon drin. So, hier kommt sie mit Ankommenkarten. Ich gehe jetzt auch mal so durch. Genau, hier haben wir nochmal so einen Kristall, wo wir Mana generieren können. Flügelrücher Mentor, auf jede fliegende Kreatur eine +1/+1 nachgelegen. Ach, sprechen ist auch schwer. Und da klingelt's. So, da sind wir wieder zurück. Das war wohl der Postbote, der sich gedacht hat, während ich das Video mache, dass er mal anklingelt. Tja, willkommen in meinem Leben. So, was ist denn noch? Wenn der Flügelschlagmentor ins Spiel kommt, kann ich wahrscheinlich einen Fliegenmarker auf irgendwas legen, ne? Auf eine Nicht-Mensch-Kreatur, die wir kontrollieren. Okay, können wir jemanden fliegen machen? Und hier ist schon unsere. Warte, das ist der falsche Start. Nichts durcheinander bei mir. So, dann haben wir Labyrinth-Raptor für 2 Mana. Ich habe den öfters auch schon gesehen. Bedrohlich für 2 Mana zur Zeit. Immer wenn diese Kreatur mit Bedrohlichkeit geblockt wird, opfert der verteidigende Spieler eine Kreatur, die sie blockt. Schon ziemlich stark und kreiert alle Kreaturen mit Bedrohlichkeit. Er hat +1/+0 bis zum Ende des Zuges für 2 Mana. Schon eine sehr coole Karte. So, haben wir nochmal ein Land. Und. Was ist das denn für eine Raffe? Jetzt kommt nochmal eine Ankammer dahinter. Den hatten wir ja schon. Ach, der ist voll, deswegen. Lol, ja, guck mal. Hier haben wir den wuchtvollen Polterer nochmal als voll. Genau, 2 Packs noch. Und dann haben wir es auch schon geschafft, liebe Freunde. So, für die letzten 4 Minuten muss ich das Video jetzt tatsächlich nochmal in der Mitte cutten, ey. Ich wollte nur One-Take machen hier. Die ist auch sehr cool. So. Los geht's. Die ist auch in dem Commander-Deck, Mutations-Commander-Deck drin. Immer wenn eine Kreatur mutiert, bekommen wir eine 3-3er Bestie. Sehr cool. Die Flammenflut für 3 Mana fügt die eine Kreatur deiner Wahl 4 Schadenspunkte zu. Und der überschüssige Schaden wird stattdessen dem Beherrscher. Fügt auch mal eine coole Variante. Den wütenden Moloch haben wir auch schon was gesehen. Den können wir, der ist auch in dem Cycling-Deck drin, den können wir halt cyclen. Und generell, wenn ihr ins Spiel kommt, schicken eine Karte deiner Wahl mit Umwandlungsfähigkeit von einem Friedhof ins Exil und dann können wir die halt bis zum Ende des nächsten Zuges spielen. Das ist nochmal so eine Möglichkeit. Und hier haben wir eine Mythic Rare. Jawollo, die leuchtende Brutmotte. Da ist sie. 4 Mana, ist fliegend und immer wenn eine Kreatur mit nicht fliegend stirbt, kommt sie wieder mit fliegend. Spielt man eine Kombination beispielsweise unter anderem auch mit Vinota, kann man das spielen. Schon sehr geil. Da haben wir unsere nächste Mythic Rare. Sehr schön. Und noch ein Land und nochmal ein Soldaten. Sehr schön. Genau das, ich wollte. Genau das, was ich wollte. Schön, die Brutmotte nochmal rausholen. Mega geil. Da haben wir auf jeden Fall ein bisschen Value gezogen. So, weiter geht's. Werde durch die Comments durchrushen. Zack, zack, zack. Und da haben wir auch schon mal eine coole Karte. Die Izzet-Karte hier. Der Sylphidendrache. 1-1, Eile, fliegen für 2 Mana. Und immer wenn wir nicht Kreaturenzauber wirken, kriegt er eine +1/+1 Marke. Also kann schnell out of hand gehen. Migrationspfad.
Ne? Können sich, glaube ich, zwei Standardkarten raussuchen und die Gitarre ins Spiel bringen oder umwandeln, ist auch cool. Da haben wir den anderen Kristall wieder. Und das ist ein Land mit alternativem Artwork. Könnte sein, dass der vielleicht sogar ein bisschen was wert ist, ich weiß es nicht. Aber richtig cool. Ich wusste gar nicht, dass diese alternativen Artworks dabei sind bei diesem Set. Eine schöne Überraschung auf jeden Fall. Genau, damit kommt Getappelschi, können wir grün, blau oder rot halt erzeugen und kommt halt getappt ins Spiel und Umwandlung 3. Und das war's. Nochmal hier die Sturzbachklippen und ein Dinosaurier. 1-1 Alter. Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, gucken wir uns die beiden Schätze hier nochmal an. Die auf jeden Fall richtig cool sind. Zwei Mythics im ersten Fatpack. Freddy packt sein Fatpack auch noch aus. Das machen wir noch zusammen. Hier haben wir Vinota in Foil und leuchtende Rotmatte. Mega gut. Danke, dass ihr dabei wart. Seid gespannt auf das nächste Video. Wenn Freddy vorbeikommt, machen wir das Opening fix, filmen wir das ab und dann werdet ihr das auch nochmal sehen. Bis dahin, passt auf euch auf. Tschüss.